Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht, die Off-Season, wir sind mitten im Winter. Es schneit, ja, minus 1 Grad. Und ja, war jetzt schon länger kein Video mehr, liegt daran, ich habe mir die Platte aus der Hand operieren lassen. Wir haben Wochenende, heute ist Freitag und wir legen jetzt mal einen neuen Trail, weil am Wochenende kommen ein paar Jungs. Und dann wird dick gezündet, wird ja mal eingefahren. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal den Trail freilegen. Let's go. Viel Spaß mit dem Video. So, nehmen wir den ersten halben Trail direkt mit. Haben wir die vor meiner OP freigelegt. Relativ steil und loose hier. Aber ich habe meine Winterreifen drauf. Bisschen Schleichwerbung hier im Maxi Shorty. Fluppt das. So Freunde, hier sind wir. Ich bin gerade mal am gucken, wo man am besten den Start platziert. Eingang habe ich, relativ versteckt, weil die Trails sollen ja nicht zu überlaufen werden. Wir haben in der Gegend das Glück, dass alle Trails eigentlich relativ secret sind. Achtet immer darauf, dass bei Strava die Heatmap-Aufzeichnung aus ist. Ganz wichtig. Sonst sind die Trails schneller verbreitet, wie ihr gucken könnt. Ja. Und wenn ihr Trails baut, tut mir einen Gefallen, legt nur was frei. Kommt nicht mit Narko oder so, muss nicht sein. Bisschen müssen wir die Natur ein bisschen in Ruhe lassen. Ich glaube, dann sind alle glücklich und dann passt das. So Freunde, ich habe jetzt doch noch einen Spot gewechselt, weil es ist ein Lach an der Grenze zum Naturschutzgebiet. Muss nicht unbedingt sein und da wurde einiges gefällt, einiges freizuräumen. Ich habe einen Spot gefunden, richtig geil hier, auch relativ aufgeräumt. Geht's hierher, da durch und dann das Slalom Mountain. Ja, und das räumen wir jetzt mal auf. Wir haben uns das angewöhnt, also die sind jetzt relativ groß, aber immer mit alten Stämmen, die überall rumfliegen, die Strecken abzustecken. Ist relativ unauffällig, aber man weiß, wo die Strecke hergeht. So Freunde, bis zum Weg sind wir schon gekommen. Ich laufe gerade bis nach oben und dann testen wir das mal, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Aber es könnte auf jeden Fall schon richtig cool werden. Ich hatte ja die letzten Male immer Windgeräusche mit der neuen Kamera, mit der DJI. Ich habe das einfach mal Schaumstoff drüber geklebt. Ich hoffe, das bringt was. Bin mal gespannt. Das wird jetzt der Test. Und wenn nicht, weiß ich nicht, was ich gegen das Windgeheul machen soll, außer eine neue Kamera zu kaufen. Hoffen wir das Beste. Probieren wir aus. Wir starten jetzt. Let's go. Wow, die erste Kurve war doch enger wie gedacht, aber es macht auf jeden Fall richtig Bock. So, mal gucken, ob wir den hier runtergedrückt kriegen. Oh. Ist wohl damals beim Wind umgekippt, aber der liegt jetzt nur auf der Kante. Jit. So Freunde, man kommt jetzt von da oben, fährt hier runter. Man muss über den Krawanzmann rüber, aber danach auch direkt wieder rechts. Das ist ganz schön tricky. Deswegen für die Leute, die von hier keinen Bunnyhop machen wollen, weil vorher ist noch Senke, also muss man pushen und dann direkt abziehen. Deswegen haben wir hier immer noch ein paar Stämme vorgelegt, aber es ist nass. Was einfacher ist, weiß ich nicht, weil die sind auch rutschig. Auf jeden Fall sauge ich mich gerade ein. Puh, hat eine Geburt. So, da geht es noch rum. Ist relativ steil, relativ off-camera, also doch ganz schön. Die Äste muss ich wegmachen, Baum ist schon seit 2 Jahren tot, deswegen macht das nichts. Aber den Stamm lasse ich ganz, falls ihn irgendeiner verwerten will. Soll er tun. Okay, das war verkehrt. Hier oben her.
sehe absolut nichts bei dem Schnee hier. So, Freunde, es ist schon relativ dunkel. Da oben an den Weg fahren wir gerade, dann geht es da runter. Und hier durch die Kurve. Da gibt es einen dicken Bunnyhop. Dann über Baumstämme. Wird, glaube ich, ganz lustig. Und dann dicke Links-Off-Kämmer. Ich bin gespannt. Es ist vollbracht. Ich glaube, wir haben 80% des Trails fertig. Ist schon relativ dunkel. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt noch was sehen werdet. Ich fahre auf jeden Fall jetzt noch in den letzten Tal. Der ist sehr steil, sehr parallel am Hang. Also sehr rutschig. Und sind viele fiese Querwurzeln drin. Egal. Gucken wir mal. Um den Ausgang hier müssen wir uns irgendwann die Tage mal kümmern. Weil, das habe ich nicht mehr geschafft. So, Freunde, neuer Tag, neues Glück. Die Jungs sind mit dabei. Wir fahren jetzt mal zum Trail und fahren nachher mal rein. Gucken, wie es wird. Egal. Oh, Achtung, rutschig! Alter, ist das rutschig! Junge! So, wir treten gerade übrigens zum nächsten Trail hoch. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Es ist arschkalt, minus 5 Grad oder so. Nein! Geil! Zieht euch einen Handschuh an und bleibt warm an den Fingern. Und zwei paar Socken. Komm, fahr! Boah, ist das rutschig. Boah! So, Freunde, wir sind hier gerade im untersten Stück. Da geht's rein, da sind da die Lenkkurven, da muss man ein Bunnyhop machen. Ich habe gerade mal kurz einen Ast weggesägt. Aber ich glaube tatsächlich, das untere Stück können wir heute vergessen. Ist hier so ein Hang und es ist einfach viel zu rutschig. Aber wir gehen es weiter hoch. Oder fahren weiter hoch. Aber es sieht schon heftig aus. Wow, Janik, Alter! Einfach runter da! Oder? Boah! Alter! So, Freunde, die schon länger dabei sind, kennen den Spot. Guckt mal euch noch die Bauvideos an, es waren geile Zeiten. Sketchy, der letzte. Ja, Steffen gerade bei einer letzten gecased. Es ist einfach so zugewachsen leider hier, aber wir haben gerade gesagt, wir machen es jetzt nämlich ja frei. Dann wisst ihr, was wild. Juhu! Wow. Wow.
So geil. Besser als bei 2 Grad, ehrlich. Boah. Boah! Man muss erstmal reinkommen. Boah! Julian, Alter! Boah, oh mein Gott! Alter Schwede! Alter Schwede! Alter, ist das rutschig! Echt? Ich kann nicht mehr bremsen! Scheiße! Oh oh! Oh! Oh. Boah, Alter, voll die Schnauze bekommen, die Scheiße. Boah. Geht sehr gut. Jawohl! Yeah! Oh, wo fährst du her? Oh. Ich bin so aus dem Wo? Wenn wir so machen, weiter komme ich nicht. Ich sag's schon mal, ja. Geil. So Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind mittlerweile nur noch zu dritt. War richtig cool die letzten 2 Tage. Da hinten den neuen Trail, den sind wir einmal runtergefahren. War an sich ganz witzig, müssen wir ein bisschen was dran machen. Das seht ihr dann demnächst. Seid gespannt. Nächstes Wochenende gehen wir wieder Enduro fahren, kurz vor Weihnachten direkt. Eine richtig geile Location. Ich blende euch oben mal ein Video rein, wenn ihr schon mal Bock habt, könnt ihr schon mal reinschauen. Wir sind raus. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Bis dahin. Tschüssi. Ciao, ciao.